So Leute, wer kann mir sagen, was ihr aus diesen Zutaten herstellen könnt? Wir haben hier schwarzen Tee, Rohrzucker, Zitrone und Eis. Ganz einfach, wir pressen die Zitrone, legen die Zitrone mit dem Zucker ein, kochen 1 Liter Wasser, tun unsere 4 Beutel rein, lassen die Beutel 3 Minuten ziehen und schrecken das Ganze dann mit unserem Eis ab. Eiswürfel kann man natürlich auch nehmen, aber ich finde, dieses Zitroneneis passt halt perfekt da rein. Und zum guter Letzt kommt dann halt unsere Zitronenmischung noch rein. Alles einmal kräftig durchschütteln und fertig ist der Spaß. Nimmst du schon auf? Ja. So, wie gesagt, unser Tee machen wir, unseren Rohrzucker haben wir hier. Ich habe hier meine Zitrone. Jetzt nehme ich mal das Ende ab, da passt die besser rein. Schön auspressen. Ungefähr so 1,5 Zitrone, man kann auch 2 nehmen. 100 Gramm Rohrzucker sind ideal für die Süße. Das Wichtigste ist, wenn man so ein Eistee macht, dass man, wenn man den Tee gekocht hat, die Beutel 3 Minuten ziehen lässt und dann das Eis direkt reintut, damit das Aroma sich sofort abschreckt. Und dann kommt erst unsere Zucker-Zitronen-Mischung rein. Und das wird dann alles ordentlich durchgerührt und dann hat man ein super, super geiles Sommergetränk. Ah, so, ich presse jetzt noch den Rest hier. Wir haben hier unseren Sud, das lassen wir einfach eine halbe Stunde gleich stehen. Und dann kochen wir später halt unseren Tee. So, unser Wasser kocht. Ich nehme jetzt hier so eine tolle Flasche hier. Nicht zu voll machen. Wollen wir ja gleich noch Eiswürfel. Die lassen wir da jetzt ungefähr 3 Minuten ziehen. Unser Tee ist fertig. So, unser Sirup. Natürlich einmal nochmal schnell durchrühren hier. Am besten natürlich mit einem Löffel machen. Aber ich will jetzt improvisieren, weil wir schon mitten im Essen sind. Jetzt kommt mein Trick. Ich habe hier so Eiswürfel. So, unsere Eiswürfel tun wir jetzt hier rein. Jetzt kommt mein Trick. Kennt ihr alle dieses Eis? Oh, ich hoffe, es passt perfekt rein. Oh, es geht perfekt rein. Es geht perfekt rein. Bei dem Wetter gibt es doch nichts Besseres als einen schönen Eistee mit Zitrone. Unser Eis ist schon direkt geschmolzen. Ist geschockt. Das ist ein frischer, selbstgemachter Eistee. Natürlich ist er noch heiß, aber bei dem Wetter ist das nicht so schlimm.